Dieses Jahr haben wir die Mai Agam Elementary School, eine Grundschule in der Region um Hafsin, besucht. Die Gemeinde, in der die Schule beheimatet ist, liegt sehr abgelegen und ist auch mit Hilfe nur schwer zu finden. Als wir nach einer circa zweistündigen Reise unser Ziel endlich erreichten, wurden wir schon erwartet und von den Schülerinnen und Schülern herzlichst empfangen. Nach diesem Empfang konnten wir einen Einblick in den Schulalltag gewinnen und uns mit der 22-jährigen Lehrerin Negist Haili unterhalten. Sie erzählte uns von den Problemen, die hier bis vor kurzem noch herrschten. Viele Schülerinnen schämten sich, während ihrer Menstruation zur Schule zu kommen, da sie keinerlei Rückzugsmöglichkeiten oder Privatsphäre vorfanden. Oft wurden sie von ihren Mitschülern aufgezogen, wenn sie von ihnen beim Toilettengang überrascht wurden. Wie unangenehm das sein muss, kann man sich hierzulande kaum vorstellen. An der Mai-Agam-Schule gibt es jedoch dank eurer Spenden nun getrennte Toiletten für Mädchen und Jungen, die von innen abgeschlossen werden können, damit die Intimsphäre gewahrt bleibt. Jedes Kind kann dort nun sorgenfrei zur Toilette gehen und sich anschließend an gesonderten Wasserbehältern die Hände mit sauberem Wasser waschen. Auch der Brunnen einige Meter neben der Schule ist nun in Betrieb und kann in den Pausenzeiten von den Schülerinnen und Schülern genutzt werden. Das erspart allen Kindern eine Menge Zeit, die sie jetzt mit Lernen verbringen können. Wir möchten uns bei allen Spenderinnen und Spendern bedanken, die dieses Projekt ermöglicht und somit der Zukunft von Negist Haili und ihren Schülerinnen und Schülern Hoffnung geschenkt haben.